bei MIGWorld hat sich einiges getan. Auf der Euroblech werden die neuen Fräsringe vorgestellt und die weiterentwickelten Rowliner. Herr Lahnsteiner, vor uns liegt die neue Generation der Rowliner. Was ist neu daran und was ist besser für den Anwender? Ja, wir sehen hier unsere neue Generation Rowliner. Das ist einmal der Rowliner 3G, also dritte Generation, und der Rowliner XL2. Für den Anwender ergibt sich einmal der Vorteil, dass die wesentlich einfacher und zwar ohne Werkzeug zum Konfektionieren sind. Das heißt, ich kann hier einfach nur den Rowliner die Gehäuse einziehen, dann hier mit diesem Haltering fixieren, damit er nicht in den Schutzschlauch hineinrutscht, und dann Einlauf- und Auslaufstück draufstecken und fertig. Bei der alten Generation musste man mit Werkzeug entsprechende Schrauben festdrehen, das fällt also hier weg. Weiterer Vorteil ist, dass das Produkt wesentlich flexibler ist. Man kann es in deutlich kleineren Radien biegen und es funktioniert immer noch problemlos. Und zwar haben wir das dadurch erreicht, dass der Rollenabstand von 25 mm auf 12 mm reduziert wurde. Wenn man den Rollliner verlängern möchte, geht das auch ganz einfach. Das sind hier die Innengehäuse mit den Rollen, wie man hier sieht. Und man steckt einfach nur das hier rein und kann die dann auseinanderziehen und auch jederzeit wieder zusammenstecken. Also wenn man hier beispielsweise ein Gehäuse kaputt gemacht hat, weil was draufgefallen ist, kann man das ganz leichter austauschen. Die Fräsringe von MIGWorld, die gibt es jetzt endlich auch für Stahl? Genau, nachdem wir viele Anfragen hatten, weil wir die ja zunächst mal für Nicht-Eisenmetalle vorgestellt haben, ob es die bald auch für Stahl gibt, haben wir die jetzt auch für Stahl auf den Markt gebracht, und das Produkt sehen Sie eben hier. Der große Vorteil für den Anwender liegt eben im Vergleich zum Schleifen darin, dass man keinen Staub hat, keinen Gestank und es gibt auch viel weniger Funken als wie beim Schleifen. Und das ist dann doch für ganz viele Anwender ein erheblicher Vorteil. Herr Biermeier, die AirCut ist jetzt ein bisschen über ein Jahr alt. Was hat sich denn in der Zeit getan? Gibt es neue Features? Ja, die AirCut ist wirklich jetzt seit August ein Jahr alt geworden. Wir sind sehr stolz auf unser Premium-Produkt. Wir könnten auch den Markt überzeugen. Das heißt, wir bauen jetzt schon die 12. Anlage auf und die neuen Features wie einen Absolutwerkgeber bei unseren Antrieben. Das heißt, sie werden nie mehr Referenz fahren müssen, haben wir uns von der Robotertechnik abgeschaut. Andere Features haben wir ein AirCut-Team gemacht von kooperierenden Anlagen. Das heißt, die sprechen miteinander, oder ein AirCut Gemini, wo sie wirklich mit Zwillingen schneiden können. Und was haben Sie in dem Jahr so an Resonanz bekommen von den Kunden? Ja, endlich baut jemand wirklich qualitativ hochwertige Anlagen, die das machen, was wir wollen. Das heißt, wirklich den Nutzen für den Kunden stellen wir dar. Und so haben wir wirklich sehr erfolgreich den Markt betreten. Ja, es kommen größere Anlagen auf Sie zu, das heißt, wir machen den nächsten Step von der E5 zur E7 und da gehen wir zu größeren Spurbreiten über. Seit circa 3 Monaten gibt es das sogenannte AirCut-Team. Was ist das? Ja, AirCut-Team war eine Kundenanforderung von uns. Wir haben hier 2 Anlagen auf einer Laufbahn und diese 2 Anlagen kooperieren, das heißt, die sprechen miteinander. Eine Anlage schneidet autogen, ist ein schwieriges Verfahren, wo wir dicke Bauteile schneiden. Diese Anlage würde dann dieses Bauteil zum Beispiel fertig schneiden dürfen, währenddessen die Plasmaanlage, die 2. Anlage, in dieser Zeit im Parkbereich fahren muss und danach erst wieder den Schnitt aufnehmen kann. Plasma nimmt den wieder sehr leicht auf, weil sie hier die Position gemerkt haben, und dann schneiden sie das Bauteil automatisiert fertig. Das heißt, kooperierende Anlagen ist das AirCut-Team.
hinter uns der Erfolgsschlager, der Biber. Welche Projekte konnten Sie denn dieses Jahr mit ihm umsetzen? Also wir haben dieses Jahr in Ehingen bei der Firma Liebherr ein Projekt gemacht und auch bei der Firma Terex in Zweibrücken. Man muss jetzt sagen, es sind beide Marktführer im Bereich Baumaschinenbau und das Nonplusultra für uns, für die Schweißner Vorbereitung. Und da sind wir sehr stolz, dass wir zwei so namhafte Kunden haben. Inwiefern hat denn Liebherr profitiert vom Biber? Ja, Liebherr, denke ich, hat sehr viel profitiert. Also sie haben sehr genaue Phasen, sie haben Bauteile, die wirklich maßhaltig sind und somit sehr wenig Nacharbeitung benötigen. Der Nutzen für Liebherr ist natürlich, sie haben schnell und genaue Bauteile und das bringt natürlich bares Geld. Mussten Sie denn für Liebherr dann den Biber noch ein wenig weiterentwickeln? Ja, Liebherr, hier spielen wir in der Champions League. Also wir mussten Features einfügen, wie zum Beispiel Materialdickenkompensation. Sie können hier zum Beispiel eine Materialstärke von 30,1 mm haben, können das dann eingeben und unser Biber kompensiert es dann, dass hier wieder das perfekte Stegmaß und die perfekte Phase rauskommt. Und können Sie uns schon verraten, wer vielleicht nächstes Jahr als neuer Kunde an Land gezogen werden könnte? Ja, wir haben uns jetzt in der Liebherr-Gruppe etabliert. Der nächste Biber ist unser nördlichster Biber, geht jetzt nach Rostock. Also auch hier haben wir eine Speziallösung gemacht für Autogenschnitte. Wir werden hier sehr flache Phasen schneiden, sehr, sehr flach und bis zu 250 mm Länge und das hat überzeugt. Die Alcat wurde weiterentwickelt. MIG-Weld hat neue Fräsringe und die nächste Generation des Rowliners. Also eine ganze Menge Neuheiten hier auf der Euroblech.